Weiter, Herr Andreas, bitte. Danke, Herr Präsident. Ja, es ist immer eine Freude, nach Kollege Locher das Wort ergreifen zu können. Ich schätze immer deine Lebendigkeit in deinen Ausführungen, aber vor lauter Leere muss man manchmal auch aufpassen, dass es nicht zum Leerlauf wird bei so einem wichtigen Thema wie dem Gesetz für Raum und Landschaft. Das sage ich bei aller Sympathie, Kollege Locher. Zur Landesrätin, ich kann sagen, und da unterstütze ich dich voll, Landesrätin, bei deinem Eingangsstatement, der Schutz von Grund und Boden, du hast gesagt, es geht nicht nur um Einzelinteressen, es geht darum, es geht um mehr, es geht um unseren Raum und um unsere Landschaft, um unsere Heimat und wie es einige der Vorredner, glaube ich, auch schon gesagt haben, man glaubt es dir und du vertrittst das aufrichtig. Und ich habe das auch gemerkt in der Arbeit in der zweiten Gesetzgebungskommission, dass es dir wirklich auch ein Anliegen ist und das hast du auch in den letzten Jahren, glaube ich, in deiner Zeit im Landtag bewiesen. Nur, und jetzt kommen wir zur Belebung mit den ganzen Abänderungsanträgen, dass hier wirklich doch immer wieder Einzelinteressen sind, das muss nicht einzelne Menschen sein, von Interessensgruppen, von Verbänden, von Berufsständen, die einfach glauben, man muss jetzt hier noch mehr aufweichen. Und da möchte ich vor allem auf ein paar Punkte eingehen, vor allem die Konventionierung. Und das leistbare Wohnen, das für mich ganz klar zusammenhängt. Und dann darf ich auch ein Kompliment an den Kollegen de los Barba machen, der sich hier seit Jahren auch hineinkniet und wirklich vieles hier vorweggenommen hat, was ich, glaube ich, von vielen aus Seiten der Opposition auch wiederfinden lässt. Wo wären wir heute, wenn wir in den vergangenen Jahrzehnten diese Konventionierungen nicht gehabt hätten? Stellen wir uns diese Frage und führen wir uns diese Dörfer vor Augen und diese Gemeinden, die heute touristisch so stark genutzt sind. Wenn wir hier jetzt wieder hergehen und sagen, eine weitere Öffnung für den freien Markt, was passiert denn? Wir kennen die Wohnungspreise, die freien Wohnungen sind um einiges teurer als die konventionierten. Ganz einfach, weil es der Markt ergibt, da auch die Bindungen für die Ansässigkeiten, wenn man einfach sagen muss, dass ich automatisch bei einer freien Wohnung ein ganz anderes Kundenpotenzial habe. Da stehe ich als Einheimischer in Konkurrenz mit Unternehmern oder auch mit anderen aus überall, aus den anderen Gemeinden, aus anderen Gebieten, aus anderen Provinzen. Dass das natürlich nicht zusammenpasst mit dem wenigen Wohnraum, den wir haben, daraus dann auch einen leistbaren zu machen, das liegt auf der Hand. Ich bin kein Verhinderer, der sagt, wir dürfen nicht bauen. Im Gegenteil, ich bin dafür, dass wir in den Ortszentren Kubaturen erhöhen, dass wir dort auch mehr Wohnraum schaffen, um billigeren und verbilligteren Wohnraum für unsere Leute zu haben. Aber man muss wirklich schauen, dass diese Zersiedelung der letzten 30, 40, 50 Jahre schon, dass die nicht in dem Ausmaß weitergeht. Es wurde vorher vom Disneyland gesprochen, wenn bestimmte touristische Zonen sozusagen nur mehr des Mammons Willens genutzt werden. Wir kennen Beispiele aus der Schweiz, wo die Einheimischen nicht mehr in den Dörfern wohnen, sondern in einem anderen Dorf, das eben nicht an den Skipisten liegt, das ein bisschen weiter entfernt ist, und die eigenen ursprünglichen Heimaten sozusagen verkauft haben, beziehungsweise dass nur wenige Familien sich irgendwie das Dorf aufgeteilt haben, die dann hier noch Tourismus betreiben und man eben außerhalb lebt und sozusagen nur von der Vermietung oder von der touristischen Nutzung lebt. Ich hoffe nicht, dass wir Südtiroler hier den gleichen Fehler machen und hier nicht frühzeitig auch ansetzen. Ein Punkt, wo es ganz klar solche Zweifel gibt, wie ernsthaft das gemeint ist, ist mit der Möglichkeit, dass man außerhalb der Siedlungsgrenzen eben für Betriebe mit bis zu 25 Betten die Möglichkeit erschafft, hier Wohnungen zu machen. Das ist für mich kein
richtiger Schritt, die Siedlungsgrenzen, die eigentlich den Sinn haben sollten, dass wir als Gemeinden draußen uns überlegen, wo will ich mein Dorf in 10, 20 Jahren haben, wo möchte ich die Entwicklung haben, wo möchte ich morgen auch planerisch unterwegs sein, dass wir hier außerhalb der Siedlungsgrenzen diese Möglichkeit schaffen. Denn es ist ein Unterschied, ob ich irgendwo außerhalb der Siedlungsgrenze eine Garnie, ein kleines Hotel habe, das eine Saison von 8 bis 9 Monaten habe, oder ob ich hier morgen 15 bis 20 Wohnungen habe, wo ich dann auch als Gemeinde ganz andere Auflagen habe. Das fängt mit, das sind auch bei Details, wie zum Beispiel Kindertransport, Schülertransport und so weiter. 25 Wohnungen in Gemeinden außerhalb des Siedlungsgebietes. Wir haben heute Fraktionen, die von 5, 6 bis 10 Familien bestehen, die aus 10 Familien bestehen. Und hier hätten wir morgen sozusagen überall Trabantenfraktionen. Kollege Locher hat den Schutz von Grund und Boden angesprochen und dass der ländliche Raum belebt bleiben muss. Du weißt, Kollege Locher, dass ich da immer auch dabei bin, wenn es darum geht, den ländlichen Raum lebendig zu halten. Aber ob ein ländlicher Raum dadurch lebendig bleibt, indem er zubetoniert wird, wage ich zu bezweifeln. Das hast du auch sicher nicht gemeint. Das wird schon sein. Aber wenn wir uns die Entwicklung teilweise anschauen, dann und vor allem die Interessen, die manchmal hier bestehen, oder auch, dass man jetzt sagt, auch kleine Häuser, die bis zu 300 Kubikmeter in und außerhalb der Siedlungsgrenze jetzt auf 1000 zu erhöhen, da muss ich schon auch an eure bäuerliche, an euren bäuerlichen Ursprung appellieren. Ich bin der Erste, der dafür ist, dass der Zu- und Nebenerwerb funktioniert, Platz hat und auch vereinfacht möglich ist. Und jeder Bürger in diesem Land, auch die nichtbäuerliche Bevölkerung, hat Verständnis für einen Nebenerwerb. Und wir sind alle froh, dass die Bauern draußen bleiben und in den Gemeinden und im ländlichen Raum, die ihre Aufgaben übernehmen und eben die Familien erhalten durch den Zu- und Nebenerwerb. Was aber nicht geht, und das gilt für die Bauern auf der einen Seite, dass man denkt, ja, wenn ich hier einem weichenden die Möglichkeit gebe, noch ein Haus zu bauen, beziehungsweise die Wohnung. Das betrifft zum Beispiel dieser Artikel da mit den kleinen Wohnungen, die Häusern, die nicht zum geschlossenen Hof gehören. Dann ist das ein Denkfehler. Man erspart sich vielleicht in dem Moment die Auszahlung an die Geschwister. Wir haben sehr viele Erbhöfe in diesem Land, die seit 200, 300, 400 Jahren im Besitz einer Familie sind. Hätte jede Generation für die weichenden Erben an der Hofstelle Häuser gebaut, Wohnungen eingerichtet, dann wäre jeder Erbhof in diesem Land ein Dorf mit mindestens 50 Gebäuden. Das kann so nicht weitergehen. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir Wohnraum schaffen innerhalb der Siedlungsgebiete und vor allem in den Ortszentren. Das andere, und da können die Bauern nichts dafür, aber den Neid kassieren sie, das ist, wenn Unternehmer, Hoteliers, aber auch andere, die es sich leisten können, bäuerliche Betriebe kaufen, selbst nicht in der Landwirtschaft tätig sind und alles ausnutzen bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich bei diesem Ausnutzen bis zum geht nicht mehr bin, dann appelliere ich auch an die Vorbildfunktion, die wir in der Politik haben. Wenn die Leute sehen, dass Politiker, nicht nur der Regierungspartei, auch der Opposition, selbst auch alles ausreizen bis zum geht nicht mehr, bis an die Grenzen des Legalen. Ich sage bewusst nicht überschritten, das werden andere klären. Aber dass sich diese Leute auch die Frage stellen müssen, wie viel Kubatur sie als Einzelne verbraucht haben und dann umrechnen, dass jeder Bürger und jede Bürgerin in Südtirol das gleiche Recht hat, diese Kubatur zu verbrauchen, wenn das jeder tun würde, was einige auch in diesem Raum hier tun, dann würde das niemals funktionieren. Dann bräuchten wir 5-mal ein Südtirol für uns. Und dann noch teilweise hergehen und den eigentlichen Landwirten, beziehungsweise die vom Nebenerwerb wirklich leben müssen und das Geld, das sie dort machen, in die Landwirtschaft hineinstecken, damit sie über die Runden kommen.
dass die dann Schaden nehmen und irgendwie den Volkszorn kassieren, das kann es nicht sein. Da haben wir schon auch eine Verantwortung an uns. Grundsätzlich, Landesrätin, dir habe ich es in der Gesetzgebungskommission bereits gesagt, der Ensembleschutz ist mir sehr wichtig und es wurde zuvor angesprochen, die Gemeinden müssen frei handeln können. Der Ensembleschutz, den sehe ich wirklich als Chance. Und es ist wichtig, dass von diesem Haus hier das auch nach außen in die Gemeinden hinausgetragen wird, dass der Ensembleschutz gerade mit diesem Gesetz zur Chance wird. Dass wir diese Siedlungsgrenzen so definieren können, dann wird es eben nicht so kompliziert, dass ich kleine Putzlestücke irgendwo mit den Siedlungsgrenzen habe, wenn ich bestimmte Bereiche und so verantwortungsbewusst müssen und verantwortungsvoll müssen die Gemeinden und die Gemeinderäte in der nächsten Periode eben auch sein, dass man diesen Ensembleschutz nutzt, um diese Siedlungsgrenzen in bestimmten Bereichen zu schützen. Das heißt, dass ich eben nicht kleine Einzelinseln machen muss oder verfranzte Grenzen, sondern dass ich die ruhig weitermachen kann, wenn ich entsprechend dann aber den Ensembleschutz als Instrument verwende, um bestimmte Bereiche in unseren Gemeinden zu schützen. Und das nicht als Strafe und Blockade zu sehen, sondern wirklich als Steuerungselement. Und ich glaube, das ist in den Gemeinden draußen noch nicht überall so vorhanden. Und ich habe einfach Angst, dass dieses Verantwortungsbewusstsein, was die Siedlungsgrenzen, die Definition der Siedlungsgrenzen und auch die Ausweisung von Ensembleschutz, dass das nicht überall als positiv beziehungsweise als wertvoll empfunden wird. Und dieses Raumordnungsgesetz beziehungsweise dieses Gesetz Raum und Landschaft, das Mängel hat, das ist klar. Und wir werden sie auch bei den Artikeln dann uns dementsprechend ausdrücken, wo sie genau sind. Aber als Ganzes ist es wichtig, das Positive der Siedlungsgrenzen zusammen in Kombination mit dem Ensembleschutz, das wird morgen irgendwo auch das Element sein, das unsere Gemeinden definieren wird. Ob wir hier verantwortungsbewusst hineingehen, ob eine Gemeinde seine Bürgerinnen und Bürger mit einbindet, oder ob eben zwei, drei Leute rund um den Bürgermeister sich hier überlegen, wie wir das machen oder irgendwo wieder eine Trabantensiedlung ein bisschen dazuschwindeln. Sondern wenn wir das offen angehen als Prozess, als Gemeinde, und das ist eure Aufgabe vor allem auch, dass ihr es euren Leuten in den Gemeinden draußen mitteilt, wie wichtig es ist, hier verantwortungsvoll umzugehen. Denn die Strafe zahlen nicht nur die SVPler, die Strafe zahlen alle Bürger in Südtirol zahlen morgen drauf, wenn es hier nicht gelingt, die Notbremse zu ziehen und einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Naturlandschaft haben.